Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des BSA, es freut mich, Sie und euch zur heutigen Diskussion begrüßen zu dürfen. Das Plattform für die Entwicklung politischer Diskurse und die Möglichkeit der Vernetzung von Inhalten widmen wir uns heute aus aktuellem Anlass dem Thema der Neutralität Österreichs und in Europa, welches im Lichte des Ukraine-Konflikts in jüngster Zeit an Brisanz auch gewonnen hat. Unter dem besagten Titel Neutralitätspolitik in Österreich und Europa, Perspektive oder Sackgasse, werden wir heute die durchaus kontroversen Standpunkte und Positionen des politischen Meinungsbildungsprozesses beleuchten. Es ist mir eine Ehre, für die heutige Diskussion bei uns begrüßen zu dürfen Herr Diplom-Ingenieur Dr. Franz Fischler, EU-Kommissar außer Dienst, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft außer Dienst. Darüber hinaus war er Präsident des Europäischen Forum Alpbach. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, herzlich, grüß Gott. Frau Magister Mona Dutzler, Staatssekretärin außer Dienst. Sie war Abgeordnete zum Nationalrat und in der Vergangenheit auch internationale Sekretärin für die sozialistische Jugend. Schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Dr. Jan Pospischil, er ist Forschungsdirektor am Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution und Co-Investigator am Political Settlements Research Program der University of Edinburgh und lehrt darüber hinaus am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Richard Sattler. Ich spreche heute aus dem Off und ich freue mich aber, Sie nichtsdestotrotz durch den heutigen Abend begleiten zu dürfen. Zu Beginn der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat eine Zeitenwende in Europa und zwangsläufig auch in der Sicherheitspolitik eingeleitet. Die zu beobachtenden multiplen Spannungsfelder der Außenpolitik haben zu einer umfassenden Debatte über die Zugehörigkeit und Nähe zum europäischen sowie zum transatlantischen Bündnissystem geführt. In einem offenen Brief an den Bundespräsidenten, die Bundesregierung und den Nationalrat wird eine ernsthafte gesamtstaatliche Diskussion über die sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs sowie die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin gefordert. Hierbei wird von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern festgehalten, dass der Status quo der Sicherheitspolitik Österreichs nicht nur unhaltbar, sondern auch gefährlich sei, was de facto eine Abkehr von der immerwährenden Neutralität, wie diese auch im Bundesverfassungsgesetz festgeschrieben ist, bedeuten würde. Zu Beginn eine Frage an Sie alle und beginnend mit Ihnen, Herr Dr. Fischer, rekurrierend auf den Titel der heutigen Diskussion, wie zuletzt eben genannt. Welche Rolle spielt das Modell der österreichischen Neutralität und der Neutralitätspolitik in der politischen Debatte und in Anbetracht des aktuellen Konflikts? Bitte schön. Ja, danke schön. Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Vor allem muss man unterscheiden, welche Rolle diese Debatte in Österreich spielt, welche Rolle sie auf der europäischen Ebene spielt, welche Rolle sie in der NATO spielt und global spielt. Das ist ja nicht immer dasselbe. Aber beginne ich einmal bei Europa, ja, oder genauer gesagt bei der Europäischen Union. In der Europäischen Union ist es ja mittlerweile so, dass wir de facto nur mehr Inseln haben, die neutral sind. Das ist Irland, dann Malta und dann auch noch Zypern. Und man könnte sagen, etwas boshaft die Insel der Seligen, nämlich Österreich. Ja? Wobei jetzt eigentlich diese Debatte an Brisanz zugenommen hat, weil Schweden und Finnland also nicht mehr neutral sein wollen, sondern ansuchen wollen, NATO-Mitglied zu werden. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sagen, dass also schon früher die Neutralität von Mitgliedstaaten in der Europäischen Union respektiert wurde, aber nicht mehr. Ja? Also respektiert in dem Sinn, dass man in allen einschlägigen Vertragsbestimmungen, wo nicht explizit, aber implizit die Neutralität angesprochen wird, man auf die neutralen Staaten Rücksicht genommen hat und Formulierungen gewählt hat, die es sicherstellen, dass also die Neutralen bei ihrer Neutralität bleiben können und nicht zu Aktionen gezwungen werden, die Kontraneutralität sind. Auf der anderen Seite gibt es aber, und das muss man, glaube ich, jetzt hier auch schon einmal ganz klar sagen,
der Status unserer Neutralität ist nicht mehr der, der er war bei Abschluss der Neutralität 1955 bis zu dem Zeitpunkt, wo wir der Europäischen Union beigetreten sind. Das heißt, wir sind zwar nach wie vor neutral, aber der Inhalt der Neutralität ist weniger geworden. Im Wesentlichen bezieht sich der Inhalt der Neutralität jetzt darauf, dass wir keinem Militärbündnis beitreten und dass wir keine fremden Truppen auf österreichischem Boden akzeptieren oder tolerieren. Ja? Aber viel mehr ist die Neutralität nicht mehr. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein anderes Problem, über das man, glaube ich, wirklich diskutieren muss, nämlich wenn man die Neutralität haben will, und ich glaube, die große Mehrheit der Bevölkerung will sie haben, und dagegen ist überhaupt kein Einwand zu erheben, aber wenn das so ist, dann muss man die Frage stellen, womit muss man den Neutralitätsstatus ausstatten, damit wir glaubwürdig sind. Und das hat nicht nur mit militärischen Fragen, mit Verteidigungspolitik zu tun, sondern das hat sehr viel auch mit Außenpolitik, mit Diplomatie, mit der Intensität von Initiativen, mit Kreativität, welche Rolle kann ein neutraler Staat spielen und dergleichen mehr zu tun. So, jetzt stoppe ich einmal hier, damit die anderen auch zu Wort kommen können. Vielen herzlichen Dank. Liebe Munda, was ist dein Standpunkt zu der Frage, Neutralitätspolitik eine Perspektive oder doch eine Sackgasse? Sie müssen das Mikro einschalten. Genau. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch dir, Richard, dass ich jetzt in deinem Büro sitzen darf, nachdem ich angenommen habe, es ist eine Hybridveranstaltung. Ja, vielen Dank auch für Ihre Worte. Wir sehen eine Entwicklung, die zunehmend in eine Richtung geht, die Neutralität zunehmend auch relativiert und die auch zunehmend auch erklärt, dass die Neutralität mehr oder weniger ihre Berechtigung in der Vergangenheit gehabt hat, so wie sie in der Form gekannt haben. Und dass sie heute eben nicht mehr diese Berechtigung hat, angesichts halt eben dieser sogenannten Zeitenwende. Die geopolitischen Voraussetzungen sind heutzutage eine andere. Der Bischler hat auch schon angesprochen, zwei Staaten, die doch immerhin lange Zeit, was heißt lange Zeit, Schweden, wie lange war Schweden? Jahrhundertelang neutral. Nämlich überdenken die Neutralität und eigentlich auch schon den Antrag gestellt haben, der NATO beizutreten. Und hier möchte ich aber schon auch ein bisschen ansetzen. Natürlich wird uns das Bild vermittelt, dass wir zunehmend isoliert dastehen in Europa, innerhalb der Europäischen Union. Und dass das halt zu einem Problem werden könnte, dass es auch zu einem Sicherheitsproblem werden könnte, weil man unter Umständen ja auch abgeschnitten werden könnte von Geheimdienstinformationen und so weiter und so fort. Aber Schweden und Finnland haben erstens einmal nicht diese Neutralität, die wir haben. Das muss man auch dazu sagen. Also diese immerwährende Neutralität, die ein Verfassungsgesetz ist, die kennen diese beiden Staaten nicht. Ich glaube, dass die Neutralität eigentlich auch gar nicht verbrieft ist, rechtlich und schon gar nicht in der Verfassung. Es ist, glaube ich, sogar nicht schriftlich dokumentiert. Und mehr eher von einer Allianzfreiheit kann man, glaube ich, im Zusammenhang mit beiden Staaten reden. Also das heißt, wir haben einmal auch eine ganz besondere Konstellation, was die Neutralität betrifft. Und ich möchte eben auch dazu sagen, die Neutralität, wie wir es in Österreich verstanden haben, war ja nie eine passive Neutralität. Und bereits, ich meine, wenn wir historisch zurückblicken, das finde ich ja auch sehr, sehr spannend, das gerade in diesen Tagen auch zu machen, und dann wird man sehen, man hat sich orientiert am Schweizer Modell. Kreisky reiste ja damals auch in die Schweiz, um auch zu erfragen, ob es Einwände dagegen gibt, dass Österreich quasi als Vorschlag und als Konzept dieses Schweizer Modell auch vorschlägt. Aber schon bereits wenige Monate danach
nämlich nach der Ratifizierung des Verfassungsgesetzes am 26. Oktober 1955, hat Österreich bereits schon einen ganz anderen Weg der Neutralität eingeschlagen, denn wir sind im Dezember 1955 den Vereinten Nationen beigetreten und jeder weiß, die Schweiz ist ja Jahrzehnte später, glaube ich, 2000, 2002 erst den Vereinten Nationen beigetreten. Was ich damit sagen möchte, ist, dass unsere Neutralität eigentlich immer gefüllt war oder verbunden war mit einer sehr starken, aktiven Friedenspolitik und es mag schon sein, dass in dieser Frage außenpolitisch viel mehr getan werden könnte, aber dass auch in diesem Bereich diese Grundlage und dieser Grundsatz beibehalten wurde. Österreich ist nicht nur ein Austragungsort von allen möglichen Friedenskonferenzen und Abrüstungskonferenzen und die Frage der Rüstungskontrolle. Österreich hat sich sehr stark zum Beispiel dafür eingesetzt für den Atomwaffenverbotsvertrag und war eine maßgebliche Triebfeder dafür, dass der dann tatsächlich auch dann ratifiziert wurde im Jänner 2021. Und leider sehen wir in der Europäischen Union eine Entwicklung, die mir so in der Form nicht gefällt, weil es gibt nur drei Staaten in der Europäischen Union, nämlich die üblich Verdächtigen, die Neutralen, die zum Beispiel diesem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten sind und alle anderen nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass zwei Drittel der EU-Staaten, also ich glaube 23 Staaten, NATO-Staaten sind. Die Frage ist halt nur, ob die Neutralität daher tatsächlich die Berechtigung verloren hat. Oder sollten wir nicht anders denken und einmal fragen, ist es das, was wir wollen, weltweit und geopolitisch, dass die Welt nur mehr in Militärbündnissen aufgeteilt ist? Und gerade wenn ich mir auch die Europäische Union und die EU-Institutionen auch anschaue, ich denke mir, unser Anspruch muss es ja auch sein, zu gestalten. Und weil halt jetzt auch viel die Rede ist, EU-Armee, EU-Eingriffstruppen, militärische und so weiter, man muss sich schon einmal die Frage stellen, wie schaut es denn aus mit einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik? Haben wir da eine gemeinsame Außenpolitik? Und da sehe ich eher, dass es da unheimlich viele Differenzen gibt und dass es eben nicht diese gemeinsamen Werte gibt. Das sieht man ja auch schon daran, dass wir uns in der Europäischen Union nicht einmal darauf einigen können, wie wir mit der Aufnahme von Flüchtlingen umgehen. Aber gleichzeitig versucht man das zu kompensieren, mit der Erhöhung von Militär- und Rüstungsausgaben. Und dann muss man sich schon auch die Frage stellen, welche Interessen stecken dahinter bei der permanenten Erhöhung von Rüstungskapazitäten. Das heißt, ich sehe gerade, und ich bin hier in dem Punkt bei dem Herrn Fischler, der gesagt hat, wenn wir die Neutralität wollen, dann müssen wir sie auch mehr oder weniger mit Leben ausfüllen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich finde, dass diese Neutralität ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in der Europäischen Union war und dass Österreich unheimlich gut gefahren ist mit dieser Neutralität. Und ich denke mir, sie ist ausbaufähig und daher sehe ich darin sehr wohl eine Perspektive. Vielen Dank. Ich möchte auch noch vielleicht in dem Zusammenhang betonen, auch wenn das die Einstiegsrunde ist, dass Sie alle untereinander die Möglichkeit haben, sehr wohl auf das Vorhergesagte dann zu replizieren in jeder Hinsicht. Herr Pospisil, Sie jetzt aus der Politikwissenschaft, sage ich jetzt mal, kommen und der Sicherheitsforschung. Die Rolle der Neutralität, es wurde ja damals ja auch diskutiert bei der Forschung Kalter Krieg, blockfreie Staaten etc., auch die Rolle Österreichs und der Schweiz hier besonders hervorgehoben als neutrale Staaten im Ost-West-Konflikt. Welche Dimension oder welche Rolle spielt das heute in der wissenschaftlichen Dimension oder gibt es ja auch diese Debatte in der Wissenschaft über Neutralität als eine Perspektive oder doch eine Sackgasse, wie wir es jetzt haben? Bitte schön. Ja, danke. Ich meine, es sind da mehrere, glaube ich, Ebenen zusammengekommen. Viele richtige Dinge sind auch schon gesagt worden. Ich meine, wenn man jetzt international in den internationalen Beziehungen schaut, ist Neutralität kein großes Thema. Ne? Das muss man schon real sehen. Das war ein Konzept, das sehr klar verortet war in dem, wie es entstanden ist in Blockkonfrontationen, war ja bei Schweden damals lange Jahrhunderte zurück auch nicht ganz anders. Ich glaube, der entscheidende Punkt, und das ist das, was erwähnt worden ist, ich meine, Neutralität ist ein außenpolitisches Tool, es ist kein Ersatz für Außenpolitik und ich glaube, das ist genau das, was ist, ne? Also dass man mehr oder minder Außenpolitik eingestellt hat. Migration. Das Postbusier, können Sie bitte den Satz vorher nochmal wiederholen? Ich habe einen ganz schlecht, wir haben Sie jetzt ganz schlecht verstanden beim Empfang, bitte. Kurzen Ausfall offensichtlich gehabt. Ja,
Neutralität mehr oder minder kein Ersatz ist für aktive Außenpolitik und dass Österreich sich mehr oder minder doch vor einigen Jahrzehnten dazu entschieden hat, Außenpolitik einzustellen, abseits von Migrationspolitik und abseits von ein paar so auch den Dingen wie diesem Atomwaffensperrvertrag. Man muss realistisch sein. Ne? Andere Staaten, die sozusagen aktiv Außenpolitik, speziell im Mediationsbereich betreiben, Schweiz wäre ein Beispiel, Norwegen wäre ein anderes, wenn die nicht neutral sind, die investieren ganz andere Summen in außenpolitische Bereiche und agieren in einer Professionalität, die wir einfach nicht gewillt sind, uns zu leisten. Und das ist eine ganz schwierige Voraussetzung dann, in dem Sinn, wir reden gern von aktiver Neutralitätspolitik und Verteidigung oder nicht, dann entwickeln sich da Diskussionen zwischen Aufrüstung und zivilen Kapazitäten. Das sind Diskussionen, die sind in Österreich lächerlich, weil weder haben wir Geld fürs Bundesheer noch für irgendwelche anderen Teile zur Außenpolitik. Das ist ja fast ein bisschen satirisch zu sehen, wenn man solche Diskussionen sieht. Also ich glaube, das grundsätzliche Problem besteht darin, man muss sich halt entscheiden, wie man sich in sich veränderten geopolitischen Konstellationen verhalten wird wollen. Und ich glaube gewissermaßen, ich meine, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ja nur ein Anzeichen dafür, dass diese große Idee der Global Governance von verschiedenen sozusagen liberal gesteuerten Blöcken, die sich dann da treffen und gepflegt austauschen entlang von internationalen Verträgen, dass die vermutlich nicht das sein wird, wo es international hingeht. Jetzt kann man sich natürlich da die Frage stellen, in den nächsten, und das ist eine Frage über Jahrzehnte, über die nächsten Jahrzehnte, nämlich wie man sich in solchen Konstellationen verhalten wird wollen. Ich meine, wir reden jetzt über die Europäische Union, ja, das ist ein gewisser Rahmen. Ich glaube nicht, dass dieser Rahmen über Jahrzehnte Frieden garantieren wird können, so einfach. Wir reden über die NATO, wo Österreich gewissermaßen sich jetzt politisch Trittbrett fährt und die Neutralität sozusagen vorschiebt da drin. Auch die werden keine großen Lösungen anbieten. Die einzige Option, die mehr oder minder offen steht, ist, sich zu entscheiden, eine tatsächlich aktive Außenpolitik zu beginnen, wie man sich da drin immer auch gestalten will. Ich meine, das einzige Problem ist, man kann es einfach nicht machen. Und was wir sehen halt im Moment ist, dass mit Verweis mehr oder minder auf die Neutralität, das heißt, Neutralität ist gewissermaßen ein Token dafür, sich einfach nicht zu verhalten, nichts zu tun, außer mehr oder minder jedes Bündnis, das auf Migration sich bezieht, abzulehnen. Und das wird halt, das ist halt zugegebenermaßen billig. Ne? Man kann halt mehr Geld in Pensionen reinschieben und in andere Förderungen und so, aber das wird langfristig vermutlich ein Schuss ins Knie werden. Und das ist das Problem. Also gewissermaßen finde ich, um es zusammenzufassen, ich bin mir nicht sicher, ob die Diskussion über Neutralität in der Konstellation, in der sich Österreich bewegt, die richtige ist. Man müsste schon eher darüber reden, wie man eigentlich Außenpolitik machen will, wie man sie gestalten will, ob man sie auch irgendwo ausstatten will mit vernünftigen Mitteln, wie das andere, zum Beispiel auch die Schweiz, machen. Und davon sind wir weit. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch gleich umgehen und jetzt jeden von Ihnen auch nochmal jeweils eine bestimmt spezifische Frage stellen und dann eben auch nochmal auf die Publikumsfragen einzugehen, die mittlerweile auch fallweise eintrudeln. Erstmal herzlichen Dank für diese erste Runde. Herr Fischler, ich möchte gerne wieder quasi zu Ihnen zurückspringen. Es ist ja auch schon angedeutet worden, Sie haben es auch schon angesprochen, dass die Neutralität, also die Neutralität, wie sie auch in der österreichischen Verfassung verankert ist und auch in der öffentlichen Diskussion aufschlägt, der doch einen sehr hohen Rückhalt in der österreichischen Bevölkerung genießt. Würden Sie sagen, dass die Neutralität jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Debatte nach wie vor ein Grundpfeiler der ein politischer Grundwert Österreichs ist und ein Teil der österreichischen politischen Identität, oder hat sich Ihrer Meinung das in den letzten Jahren oder es auch vielleicht erst in jüngster Vergangenheit verändert? Was meinen Sie? Ich glaube, formal gesprochen und im Empfinden der Bevölkerung ist die Neutralität, wird nach wie vor als ein Grundwert wahrgenommen. Ja, das möchte ich durchaus aus meiner Sicht bestätigen. Aber die Frage ist, welche Inhalte werden mit dieser Neutralität in den verschiedenen Schichten der Bevölkerung verbunden?
Und da, glaube ich, beginnt das Problemhafte an der Geschichte. Wir dürfen ja nicht ganz vergessen, wir haben in der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik eigentlich zwei Entwicklungs- oder zwei wesentliche Entwicklungsstränge gehabt. Zum einen, das war die Neutralität, wobei, und auch das kann man nicht unter den Tisch kehren, die Neutralität schon in einem hohen Ausmaß der Preis dafür war, dass wir den Staatsvertrag 1955 erhalten haben. Und das war ja offenkundig deshalb möglich, weil man damals in der Sowjetführung geglaubt hat, man braucht zwischen den NATO-Ländern und dem sowjetischen Einflussbereich eine Pufferzone. Und man hat die Neutralität als ausreichendes Mittel angesehen, eine solche Pufferzone zu gewährleisten. Wenn Sie sich nämlich die Landkarte von damals anschauen, dann war ja Österreich wie so eine Art Speerspitze, die in das sowjetische Reich hineingereicht hat. Dann ist also während der Zeit des Kalten Krieges die Neutralität tatsächlich etwas gewesen, auf die sich Österreich berufen konnte, wo es also auch immer wieder Aktivitäten gegeben hat. Aber irgendwo ist dann, glaube ich, der Punkt eingetreten, an dem man in Österreich geglaubt hat, das Neutralitätsgesetz zu haben und immer wieder aufs Neue zu betonen, wir sind neutral, das ist ausreichend für eine Neutralitätspolitik beziehungsweise für die Außen- und Sicherheitspolitik. Und da hat das Problem begonnen, meiner Ansicht nach. Und dann gibt es einen zweiten Entwicklungsstrang und das ist also die Konsequenz der EU-Mitgliedschaft. Und hier darf man ja nicht übersehen, dass es zwar auf der einen Seite eine Beistandspflicht der EU-Staaten gegenüber Österreich gibt, aber dass auch Österreich sich verpflichtet hat, alle EU-sicherheitspolitischen Aktivitäten, soweit sie mit dem Neutralitätsstatus vereinbar sind, mitzutragen. Und darüber hinaus hat also Österreich sich immer dazu bekannt, dass das also auch militärische Aspekte mit beinhaltet. Österreich hat ja auch bei verschiedenen Auslandsmissionen mitgemacht. Aber nur, um glaubwürdig zu sein, glaube ich nicht, und da bin ich ganz beim Herrn Postbischel, und da muss ich also sagen, Frau Duster, da teile ich Ihre Meinung nicht ganz, dass man sagen kann, Österreich hat immer eine Wunder wie großartige Außenpolitik betrieben. Wenn Sie sich anschauen, die Außenpolitik Österreichs, dann hat es eigentlich zwei Phasen gegeben, wo man also das sagen konnte. Das war in der Kreisky-Zeit, wo der Bundeskanzler Kreisky tatsächlich einige wesentliche internationale Initiativen ergriffen hat und bei der Gelegenheit im Übrigen ja auch eine UNO-Einrichtung nach Wien gebracht hat. Ja. Aber vorher und nachher ist nicht sehr viel passiert, müssen wir offen zugeben. Und dann hat es noch einmal eine Initiative gegeben, das war zur Zeit des Alois Mock, der sich sehr stark am Balkan, insbesondere am Südwestbalkan, engagiert hat. Aber bitte, das war's dann im Großen und Ganzen. Ja. Die OSZE ist eine gute Einrichtung, aber auch die Bedeutung der OSZE ist enden wollen. Ja. Und ich glaube, was eigentlich jetzt notwendig wäre, und da gäbe es Möglichkeiten mehr als genug. Und da haben Sie recht, Frau Dutzner, wenn Sie sagen, also mit der österreichischen Migrationspolitik, da werden wir nicht gerade eine europapolitische Trumpfkarte ausspielen können, sondern das ist eher peinlich, was wir da machen. Also was es jetzt brauchen würde, wären neue außenpolitische Initiativen. Aber das ist kein Anstatt einer entsprechenden Verteidigungspolitik. Und bei der Verteidigungspolitik, da ist meine Position die, dass ich sage, erstens einmal, also ist das zwar nirgendwo festgeschrieben worden,
dass wir eine Neutralität nach Schweizer Vorbild haben müssen. Aber wir haben das immer von uns aus so erklärt, wir wollen eine Neutralität nach Schweizer Vorbild. Nun, wenn Sie die militärische Seite der Schweizer Neutralität anschauen, da haben wir einiges zu tun, wenn wir dann nur in die Nähe kommen wollen dessen, was die Schweiz tut. Zum Zweiten dürfen Sie nicht vergessen, dass auch in den europäischen Verträgen steht, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Also da merkt man in Österreich ja auch nicht gerade das Allermeiste. Ja? Und drittens, wir müssen Mittel und Wege finden, wo wir von einer Situation wegkommen, dass man in unseren Nachbarländern denkt, die Österreicher, die sind Trittbrettfahrer, weil die sind mittlerweile von NATO-Staaten umgeben und haben daher kein besonderes Risiko und können sich auf dieser Hängematte ausruhen. Also das geht, glaube ich, nicht. Da kriegt man auch keine Glaubwürdigkeit. Und da muss ich auch wieder dem Herrn Postbischof sehr recht geben. Ja, die heutigen Konflikte, auch die internationalen Konflikte, die wir haben, also da ist von österreichischem Engagement nicht sehr viel zu bemerken, meiner Ansicht nach. Und da müsste man, glaube ich, schon wesentlich aktiver werden. Letzter Punkt, das ist vielleicht etwas, was wir dann noch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal diskutieren könnten. Das ist also die NATO-Frage. Nicht? Eines muss man nämlich auch auf der NATO-Seite sehen, dass so wie die NATO derzeit aufgestellt ist, das entspricht ja auch nicht gerade dem, was man in einer modernen Sicherheitspolitik brauchen würde. In der NATO redet man mittlerweile seit eineinhalb Jahrzehnten über eine Reform der NATO, bisher ist aber nichts passiert. Also hier würde sich unter Umständen auch unsere Debatte ändern, wenn wir es mit einer reformierten NATO zu tun hätten, die also nicht in derselben Weise, nicht mit denselben Kommandostrukturen und Verpflichtungen agiert, wie das derzeit der Fall ist. Vielen Dank, Herr Fischler. Liebe Mona, ich möchte gleich auch das Wort an dich weitergeben, weil du hier auch einhaken möchtest, vielleicht auch die Frage, weil Sie das auch aufgeworfen haben, Herr Fischler. Man konnte sich auf die Neutralität und Neutralitätspolitik Österreichs zumindest eine Zeit der Geschichte berufen. Liebe Mona, ist das heute auch noch so? Kann man sich noch auf die Neutralitätspolitik berufen? Und wenn ja, was bedeutet in dem Zusammenhang oder würde bedeuten aktive Neutralitätspolitik heute? Also ich glaube, wir haben heute schon angesprochen, dass die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ja für die Neutralität ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen, warum das so ist, weil eben die Neutralität identitätsstiftend ist, weil sie, ich bin der Meinung, dass die Neutralität einfach ein Ausdruck einer Kriegsverweigerungshaltung ist. Die Österreicher und Österreicherinnen wollen sich offenbar berechtigterweise nicht an Kriegen beteiligen, ist auch verständlich und nachvollziehbar. Und die Neutralität in diesem Sinne finde ich, ich habe versucht vorher irgendwie das historisch zu deuten, weil mir ein bisschen jetzt vorgeworfen wurde, ich habe irgendwie so gesagt, das war alles eitle Wonne. Ich habe versucht, die Neutralität zu deuten als jene eine Neutralität, die ausgeübt wurde in einem aktiven Sinne. Das heißt nicht, dass in den letzten 26 Jahren so gute Außenpolitik gemacht wurde. Sie wissen, Herr Fischler, in wessen Hand das Außenministerium ist seit 1986. Und ich würde mir auch eine viel stärkere, engagiertere Außenpolitik wünschen. Aber was man halt schon sieht, es gibt gewisse Grundsätze und es gibt gewisse Grundlagen, die noch da sind, die noch vorhanden sind, auf die sehr wohl noch aufgebaut werden kann. Und also ich würde mir auf jeden Fall eine viel engagiertere Außenpolitik wünschen. Und ich bin auch Ihrer Meinung, auch mit dem Herrn Postbischof zu sagen, nur über die Neutralität losgelöst von dem, was wir uns unter Außenpolitik verstehen, kann man auch nicht diskutieren, sondern man müsste auch
viel stärker die Außenpolitik, die österreichische, gestalten und tatsächlich, so wie es auch in der Vergangenheit passiert ist, die Neutralität auch als Instrument zu sehen, nämlich eine aktive Brückenbaurolle zu nehmen, aktive Vermittlerrolle einzunehmen. Und ich finde, das Problem, das ich heute sehe, ist, dass viel zu wenig über die Neutralität diskutiert wird. Und alle 10 Jahre poppt dieses Thema auf und es gibt irgendwelche Politiker und Politikerinnen, die der Meinung sind, dass die Neutralität obsolet ist und abgeschafft gehört. Und dann wird wieder ein bisschen über die Neutralität diskutiert und dann verschwindet die Diskussion wieder. Und ich finde, das ist halt irgendwie so problematisch, dass eben die Bedeutung und auch das Bewusstsein für diese Neutralität auch irgendwie verloren geht. Und weil Sie gesagt haben, die Neutralität ist halt eben nicht mehr das, was sie einmal war, weil sie einfach auch weniger Inhalt hat und auch irgendwie mit der Beistandspflicht und so weiter. Also ich glaube, dass man die österreichischen Politiker schon sehr wohl auch darauf bedacht waren und geschaut haben, mit dieser Beistandspflicht auch hier Interpretationen vorzunehmen, die eine Vereinbarkeit nämlich schon ermöglichen, nämlich dahingehend, dass Österreich eben keine militärische Beistandspflicht hat. Und das wissen Sie auch. Ich sehe die Diskussion halt, ich sehe die Entwicklung nämlich hin zu einer zunehmenden Militarisierung in der Welt. Und das sage ich jetzt auch ganz offen. Es gibt ein zunehmendes Wettrüsten, es gibt ein zunehmendes Aufrüsten. Und ich finde, diese Debatten, es sind auch sehr notwendig und wichtig, nämlich sich einmal anzuschauen, gerade auch im Hinblick auf die NATO, im Hinblick auch auf die Ausgaben der Rüstung. Ich glaube, dass die NATO-Staaten an sich, 55,7% aller weltweiten Militärausgaben auf sich vereinen. Die Vereinigten Staaten machen, glaube ich, 37% aus. Und dann aber gleichzeitig, warum erwähne ich das? Ich erwähne das deswegen, weil man dann auch immer wieder sagt, Organisationen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die sind halt schwach und die schaffen das alles nicht mehr. Und die Vereinten Nationen, die sind schwach und die können reformiert. Ja, aber schauen Sie sich einmal an, wie viele Ressourcen in Militärbündnisse fließen und wie viele Ressourcen fließen zum Beispiel auch in die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. 138 Millionen Jahresbudget der OSZE und die ganzen NATO-Staaten kommen auf 1.000 Milliarden, auf 1.000 Milliarden, nämlich an Militärausgaben. Also da sieht man auch, wohin die Entwicklung geht. Und dann wundert es mich auch nicht, dass man sagt, man braucht die Neutralität nicht, man braucht keine Friedenspolitik oder die Friedenspolitik hat vielleicht in dieser Form nicht mehr ihre Berechtigung. Ich finde ganz im Gegenteil. Ich finde ganz im Gegenteil, die Entwicklung, so wie sie heute verläuft, weltweit, ist eine, die mich extrem beunruhigt. Ja. Und es braucht einfach mehr Ressourcen in Friedensforschung, es braucht mehr Ressourcen in zivile Konfliktbearbeitung und da kann Österreich sehr wohl eine sehr, sehr bedeutende Rolle spielen. Und das wird einfach viel zu sehr vernachlässigt. Und dieses, wenn wir einmal einem Militärbündnis beitreten, es sind einfach ganz andere Perspektiven. Es sind einfach sehr militaristische, ausschließliche Perspektiven, wo einfach genau diese ganzen Ressourcen, die wir in diesem Bereich haben, möglicherweise auch verloren gingen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt, so wie es ist, ausreichend ist. Ganz im Gegenteil. Das möchte ich auch nochmals betonen. Und ich bin auch der Meinung, Außenpolitik gehört verknüpft natürlich auch mit der Neutralität. Neutralität gehört verknüpft mit der Außenpolitik. Und lassen Sie mir noch einen Punkt sagen, auch zum Historischen, weil Sie gesagt haben, ja, das war damals halt so, weil die Sowjetunion das wollte. Ich finde die historische Interpretation zu sagen, dass das mehr oder weniger, so wie ich es jetzt auch vermehrt gehört habe, und ich will Ihnen da jetzt auch nicht unterstellen, dass Sie das jetzt sagen, dass das ein sowjetisches Diktat ist, ist ein bisschen eine historische Verzerrung der Umstände. Österreich hat das damals aus freien Stücken erklärt, weil es bei dieser Neutralität, und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, was verbinden die Österreicher und Österreich mit der Neutralität? Freiheit, Unabhängigkeit und vor allem Einheit. Wir waren mitten in einem Krieg und es gab nicht nur die Sowjetunion, es gab eben auch die Westmächte und die Sowjetunion. Und es gab eben dieses realistische Bedrohungsszenario, dass Österreich eben das gleiche Schicksal ereilt wie Deutschland mit der Teilung. Und wir hatten damals blendende Politiker und Politiker, also Politiker waren es, die wirklich sehr, sehr geschickt und sehr intelligent auch verhandelt haben. Das heißt, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, ja, diese Einheit, dass Österreich auch nicht geteilt wurde. Das verbinden die Österreicher und Österreich mit der Neutralität, aber auch vor allem, dass man sich nicht an Kriegen beteiligen will. Und das ist auch richtig so. Österreich beteiligt sich an Friedensmissionen, die von der UNO mandatiert sind
Und das ist auch gut so und das ist ausbaufähig, finde ich. Das ist wirklich ausbaufähig. Es ist ein Unterschied, ob ich mich an Kriegen beteilige oder ob ich die Zivilbevölkerung schütze. Ob ich nur militärisches Personal schicke oder ob ich auch ziviles Personal schicke. Schauen Sie sich ja das Verhältnis an zwischen dem zivilen und militärischen Personal. Das heißt, wir laufen hier in eine Entwicklung hinein, die weltweit, wenn wir uns die Militärausgaben und Rüstungsausgaben anschauen, die extrem beunruhigend ist. Darf ich nur einen kurzen Zwischenruf machen, bitte? Also erstens, was die Beistandspflicht anbetrifft, Frau Dutzler, da haben Sie das jetzt wirklich umgedreht, weil ich habe von der Beistandspflicht geredet, die die EU-Staaten gegenüber Österreich haben, im Fall, dass Österreich angegriffen würde. Ja? Also da soll man schon bei der Sache bleiben. Zum Zweiten, dass wir in völliger Freiheit die Neutralitätspolitik oder das Neutralitätsgesetz gemacht haben. Ja, natürlich waren wir... Aus freien Stücken, habe ich gesagt. Natürlich und waren wir... Wissen Sie, wer das gesagt hat? Moment. Das hat der Salzburger Landeshauptmann auch, ihn nämlich letztens in einem Kommentar im Kurier gesagt, aus freien Stücken, freiwillig. Ja. Also in freien Stücken, freiwillig. Aus freien Stücken. Aber ob das ganz so freiwillig war... weil wir hätten halt sonst den Staatsvertrag vielleicht nicht bekommen. Und dass da die Sowjetunion keine Rolle gespielt hätte, das stimmt ja wirklich nicht, weil sonst hätten wir nicht müssen im Vorfeld zum EU-Beitritt mit den Russen verhandeln und Gespräche führen, weil also da ein gewisses Risiko bestanden hat, dass unter Berufung auf den Staatsvertrag die Russen einen Einspruch erheben würden. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich teile aber mit Ihnen die Meinung, dass also wir Österreicher eine Kriegsverweigerungshaltung haben, das stimmt. Aber ich glaube, man muss da ein bisschen auch vorsichtig sein. Man darf nicht Neutralität mit Pazifismus verwechseln. Ja? Niemand will bei uns einen Krieg, das ist schon richtig. Aber mit Pazifismus können wir keine Garantie gewährleisten, dass wir nicht irgendwann irgendwie in einen solchen verwickelt werden. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt vielleicht auch noch einen Sprung wagen, beziehungsweise an Sie gerichtet, Herr Pospisil. Sie sind jetzt da in einer sehr auch Frage der Deutungshoheit über die Neutralitätspolitik in ihrem historischen Kontextualität in Österreich jetzt gelandet. Ich möchte aber vielleicht noch mal Bezug nehmen auf, es ist auch in einer Publikumsfrage bereits angerissen worden, der Ukraine-Konflikt und die damit verbundene größte sicherheitspolitische Herausforderung jetzt der Zeit nach seit 1945 in Europa, wie das ein Gast formuliert hat. Vielleicht jetzt die Frage, der Kollege Professor Heinz Gärtner von der Universität Wien, auch von der Politikwissenschaft, hatte festgestellt in einem Paper bereits schon 2014, als der Konflikt im Osten des Landes erstmals eskaliert ist, in den Separatistengebieten von Luhansk und Donetsk, festgestellt, dass gegebenenfalls die Möglichkeit bestünde, dass das Neutralitätsmodell Österreichs, also die Frage der Einbettung der in internationale Organisationen, aber auch die Sicherstellung der eigenen Souveränität aufgrund eines von militärischen Kapazitäten und damit die Stabilisierung der Ukraine als Gesamtstaat eine Option wäre für eben die Ukraine, beziehungsweise jetzt auch die Frage sich stellt, ob ein Neutralitätsmodell, ähnlich wie in der Schweiz oder wie in Österreich, eine Option für eine Ukraine, jetzt sagen wir auch nach diesem Krieg, wenn es gegebenenfalls diese Zeit nach diesem Krieg jetzt dann geben wird, eine Möglichkeit ist. Ist auch ein Stichwort zum Thema Friedensforschung. Herr Pospisil, sehen Sie die Möglichkeit, dass Neutralität oder Teile des Neutralitätsmodells, das ist ja nicht nur eine Neutralität, sondern wir haben ja verschiedene Modelle und sie setzt sich aus verschiedenen Teilbereich zusammen, modellhaft für die Friedensforschung sind oder wie wird das diskutiert aktuell? Ist das ein Thema? Wie gesagt, also grundsätzlich in den internationalen Debatten ist das kein großes Thema. Es ist die Debatte, die der Heinz da auch vollzieht, ist eine relativ österreichische. Man darf nicht vergessen, ich muss gestehen, ich habe meine Positionen da auch geändert im Verlauf, wenn man sich vor allem dann die russischen Diskurse anschaut. Es war verführerisches Denken zu glauben, man gibt sozusagen ein paar Sicherheitsgarantien her, eben muss der Österreich zurzeit einen Staatsvertrag, es gibt Neutralität, Pufferzone her und die Russen greifen nicht an.
Ich glaube, das ist idealistisch. Ich glaube, das ist schlicht und einfach falsch. Die Motivationen hinter dem Angriff sind andere und haben mit ganz anderen Logiken zu tun, mit imperialen Logiken, die damit spielen. Ich glaube nicht, dass die Neutralität der Ukraine irgendwas gebracht hätte. In der Konstellation auch die Erklärung, neutral zu sein, war es ja nicht im Februar oder im Jänner oder so. Ich glaube nicht, dass das geändert, irgendwas geändert hätte. Ich glaube, es kann sein, dass das eine mögliche Option ist im Zuge weitergehender Friedensverhandlungen, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, dass dieser Krieg, wie er im Moment ist, mit Friedensverhandlungen enden wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also es ist eher davon auszugehen, dass sich das wie in eigentlich allen Konflikten in der weiteren Großregion in Richtung eines Einfrierens bewegen wird, langfristig. Von daher wird sich diese Frage nicht stellen. Ich meine, ganz grundsätzlich, da ist schon ein Problem dabei, dass halt ein Professor in Wien nicht unbedingt in der Situation ist, der Ukraine zu erklären, was sie zu tun und zu lassen hat. Ne? Also da kommen auch sozusagen ethische Komponenten mit hinein in diese Diskussion. Also ich werde mich nicht darauf reinlassen, der Ukraine zu erklären, was sie tun und lassen muss in der jetzigen Situation. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Neutralitätsmodell in Bezug auf die Ukraine tatsächlich ein Gamechanger gewesen wäre. Glaube ich nicht. Die entscheidende Frage ist, glaube ich, dann weitergehend für die Konstellation im weiteren Europa, wo sich Länder wie Österreich mit der Neutralität bewegen. Wie vorher schon angedeutet, das ist ein bisschen zu Monat zurück, ist ja, ich meine, alle, die da aufrüsten, darf man jetzt auch nicht vergessen, die investieren aber alle auch viel mehr Geld in sozusagen zivile außenpolitische Instrumente als Österreich. Also es ist immer muss, ich bin bei dem Widerspruch leider zynisch. Ne? Man kann sagen, mit der Aufrüstung ist alles böse, ja, aber ich meine, Österreich hungert das Bundesheer aus und hat eine Mediationsfazilität mit 500.000 Euro. Ich meine, das ist lächerlich in beide Richtungen. Ne? Ich meine, was mache ich an Mediationsfazilität mit 500.000 Euro im österreichischen Außenministerium? Ich meine, das ist ja nicht einmal, das ist Satire, ne? In der jetzigen Konstellation. Und ich meine, die Frage ist dann, und da sind viele richtige Dinge angeklungen, wenn man sozusagen Neutralität als Instrument nutzt, wo man wie Brückenfunktionen einnehmen kann. Und da wird die Situation insofern schwierig und das ist, glaube ich, das, wo wir stehen und wo, glaube ich, die großen Debatten insgesamt liegen, was uns der Krieg von Russland gegen die Ukraine, beziehungsweise jetzt auch, und man muss jetzt einmal fairerweise herumschauen, ne? Mehr oder minder alle Grenzregionen der Europäischen Union sind von Kriegen gekennzeichnet. Also man kann da mehr oder minder herumschauen und dann hat man Krieg überall. Ne? Es ist ja nicht nur von da, es gibt Krieg in Kurdistan, in mehr oder minder im gesamten arabischen Raum bis Nordafrika, in einzelnen in Libyen. Also ich meine, es ist jetzt nicht, die Europäische Union ist von Krieg umgeben. Ich glaube auch nicht, dass es ganz, ganz grundsätzlich unabhängig von der EU ist. Ich glaube, dass der Wolfgang Dietrich hat vor einigen Jahren einmal die These aufgestellt, dass dieser Integrationssog tatsächlich zu Verwerfungen an den Rändern führen kann, was jetzt keine große sozusagen geopolitische Überraschung ist. Also ein Friedensmodell Europa wirkt nach innen, aber sicher nicht nach außen. Ne? Also diese Integration funktioniert mehr nach innen als nach außen, weil es immer exklusive Instrumente hat und damit mit der Exklusivität zu Wettbewerb in den Grenzen führt. Ne? Die Frage ist, wie Neutralitätsinstrumente in so einer breiteren Konstellation wirken, wenn die das, worauf wir uns verlassen haben in den 1990er Jahren und 2000er Jahren, Global Governance, internationale Institutionen, die OSZE und die UNO und all diese Dinge, wenn die schlicht und einfach nicht mehr das Bein, die auch geostrategische Schlagkraft haben, die mal da war. Ich meine, die OSZE hatte die nie. Ich habe mit der OSZE schon einige Dinge gemacht und im Prinzip haben die deren Kapazität in all diesen eingefrorenen Konflikten, die in ihrem Portfolio liegen, war massiv eingeschränkt. Also die haben sich mehr oder minder über Jahre, über Jahrzehnte darauf beschränkt, die Passion auszutauschen, zu beobachten und dann mehr oder minder die Notes hin und her zu tun. Also viel mehr ist da nicht passiert. Auch weil einfach die mehr oder minder starken Staaten dahinter nicht bereit waren, auf mehr einzugehen. Das betrifft die Europäische Union im Übrigen auch. Gerade in Gegenden wie Moldawien, Transnistrien, anderen, da war die EU nicht unbedingt nachgiebig. Ne? Aber die angesprochene Brückenfunktion ist natürlich eine, die da drin wesentlich wäre. Das Problem ist für einen Akteur wie Österreich, dass halt
Und da liegt das große Problem. Es ist schön jetzt, wenn wir sagen, dass die Leute keinen Krieg wollen in Österreich. Ja, das ist die eine Interpretation. Ich würde aber schon sagen, dass da drin viel liegt von, okay, wir wollen eigentlich mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben, und die Neutralität ist eine angenehme sozusagen Ausrede dafür, sich mit dem Ganzen nicht wirklich groß auseinandersetzen zu müssen. Ne? Man muss, glaube ich, gerade den Wählenden in Österreich schon mehr zumuten, was Außenpolitik bedeuten muss, warum man da rein Geld investieren muss, warum das im Konflikt steht, damit das Geld im Inneren ausgeben wird, warum da verschiedene Dinge zum Beispiel im Inneren nicht mehr ganz so einfach gehen werden, weil man Geld einfach da anders dekorieren muss. Also es gibt keinen Magic Money Tree. Ne? Also im Moment ist es so, dass man mehr oder weniger alles zugleich haben will. Ne? Und dass das den Wählenden versprochen wird. Und das wird auf Dauer wahrscheinlich so nicht gehen. Also die Idee, dass Österreich zugleich honest broker ist und zugleich eine Migrationspolitik massiv nach vorschifft und einfach keine Leute reinlassen will, dass man sagt, ja, wir sind neutral und ein aktiver außenpolitischer Player, aber dafür überhaupt kein Geld aufwendet und faktisch nichts macht, das wird in der Konstellation einfach nicht mehr gehen, weil die, und das ist ein strategischer Prozess, die sozusagen umfassende und Österreich einbettende institutionelle Landschaft in der Großregion so nicht mehr funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte vielleicht, Herr Bosbischl, noch eine kurze Frage in dem Zusammenhang anknüpfen, bevor ich nochmal in die Runde gehe und zu Ihnen, Herr Fischler. Aber zu Herrn Bosbischl noch vielleicht, weil Sie das angesprochen haben, jetzt auch die Relevanz von Neutralität oder den Teil Versatzstücken von Neutralitätspolitik, wie sie vielleicht auch heute noch Anwendung finden und welche Teile man überdenken soll und muss oder auf ihre Relevanz hin vielleicht auch mal überprüfen soll. Wie würden Sie denn das jetzt auch aus der Konfliktforschung kommen, sage ich jetzt, in Politikwissenschaft kommen, welche Auswirkungen hätte jetzt Ihre Einschätzung nach? Ja, jetzt mal, wir haben jetzt oft auch diskutiert und es ist auch die Frage von Bündniszugehörigkeit oder künftigen Bündniszugehörigkeiten Österreich, Stichwort NATO, auch immer wieder im Raum in der Gesamt mit dieser Debatte, die hier geführt wird zum Thema Neutralität. Was würden Sie sagen, was würde jetzt Österreich von heute auf morgen die Neutralität aufkündigen und das Bundesverfassungsgesetz aufkündigen? Welche Auswirkungen würden Sie dadurch für Österreich sehen, also für die Rolle Österreichs als eben das Verhältnis zu seinen Nachbarländern in der jetzigen Situation zu Russland, also zur russischen Förderung und auch zur Stellung und zu dem Repertoire, also der Reputation Österreichs als neutrales Land oder wie man, Herr Fischler, Sie haben gesagt, die Insel der Seligen, wie sie auch immer wieder in der Debatte aufkommt, wird das dann weitergehen oder was wird sich da jetzt wirklich gravierend ändern oder sehen Sie da eine Änderung? Es ist tatsächlich eher, ich glaube, die massivste Änderung wäre identitätspolitisch im Inneren. Also wenn jetzt Österreich seine Neutralität aufkündigt, ob das international irgendeine Schlagwirkung, ich glaube, die Wellen wären eher gering. Ne? Das muss man ganz realistisch sehen, weil uns verschlicht dann einfach deswegen, weil Österreich international irrelevant ist. Ne? Also wenn die Schweiz das aufgibt, ist eine andere Situation. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Ne? Und es ist, glaube ich, selbst bei den skandinavischen Ländern und deren NATO-Mitgliedschaft, das hat eine andere Rolle gespielt. Ich meine, natürlich wird Russland wahrscheinlich protestieren, aber ich meine, das Problem ist in der jetzigen Konstellation dieser Auseinandersetzung, ob jetzt Russland protestiert oder nicht, das hat jetzt auch keine große Auswirkung, weil jetzt Krieg sind sie eh. Ne? Das Problem ist halt, dass man jahrzehntelange Versäumnisse nicht so einfach aufholen kann. Und der Unterschied zur Situation der Schweiz ist nicht nur zwangsläufig die radikalere, sage ich mal, Bündnisneutralität der Schweiz. Der Unterschied ist schon, wie man sich außenpolitisch verhält und was man gewillt ist zu investieren und zu riskieren. Und der Unterschied war massiv. Und genau deswegen wäre der Unterschied, glaube ich, schon massiv. Also die Schweizer Neutralität aufkündigt, andere Situation, Österreich die Neutralität aufkündigt. Ich glaube nicht, dass das jetzt außerhalb Österreichs viele Wellen wirft. Sage ich mal ganz brutal, glaube ich eigentlich nicht. Vielen herzlichen Dank. Herr Fischler, vielleicht auch diese letzte Bemerkung, Frage, ob das jetzt überhaupt quasi jemanden auf der Welt jucken würde, würde Österreich seine Neutralität aufgeben. Da würde mich auch Ihre Meinung, auch von dir, liebe Mona, auch die Meinung dieser These, sage ich jetzt mal, noch interessieren. Ich möchte aber vielleicht auch mal die Frage weitergeben jetzt an Sie, Herr Fischler. Es ist auch in Publikumsfragen auch die Rolle aufgeworfen oder die Frage aufgeworfen, welche Solidaritätsbeiträge sich für Österreich ergeben aus der Zugehörigkeit oder Mitgliedschaft in der Europäischen Union, wo auch die Beistandspflicht
ebenfalls vertraglich verankert ist, aber zum Beispiel auch die Frage, was wäre denn gesetzt, den Fall, dass Österreich wäre bei der NATO. Auf der einen Seite steht man ja da irgendwo bei einer Krux. Auf der einen Seite, wenn man sagt, man würde eine Beistandspflicht oder militärische Beistandspflicht, in welchem Fall auch immer, nachkommen wollen, bräuchte Österreicher auch, und Herr Bospisch, Sie haben das ja vorher ausgeführt, bräuchte er hierfür auch, sage ich jetzt mal, die Hardware und die Kapazitäten, um überhaupt eine solche Außenpolitik fahren zu können. Jetzt stehen wir aber auch vor der Krux im Hinblick auf die Neutralitätsfrage. Um Neutralität leben zu können, braucht es natürlich, um den Souverän des Staates zu sichern, Stichwort Bundesheer, eine Armee und ein Militär, das über entsprechende Kapazitäten verfügt, um Neutralität auch gewährleisten zu können im Rahmen der im Bundesverfassungsgesetz festgeschriebenen Verteidigungsdoktrin, sage ich jetzt mal. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt die Situation in Österreich, wir sind noch immer befasst und wir lesen es ja tagtäglich und wir spüren es ja auch im täglichen Leben mittlerweile fast so gut wie alle, die Nachwirkungen der Corona-Krise, die Teuerungen und natürlich jetzt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des aktuellen Ukraine-Konflikts. Jetzt besteht die Frage, also auch Sie, Herr Fischler, kann sich Österreich oder soll sich Österreich in Anbetracht dieser durchaus sehr dramatischen Entwicklung jetzt eine Aufrüstung des Bundesheers leisten, wie entweder im Falle einer Bekundung zur Neutralität, dass man eben Kapazitäten schafft, neutral bleiben zu können, oder andererseits, wenn man sagt, man geht zu einem Bündnis, muss man doch auch, sage ich jetzt mal, gewisse Assets mitbringen, um da überhaupt mitspielen zu können. Was sagen Sie dazu? Ist das nicht ein Dilemma und wie könnte man das auflösen? Also ganz generell möchte ich sagen, dass das, was Sie jetzt da als Thesen aufgestellt haben, das ist also sehr, sehr fiktiv, weil an sich weder zur Debatte steht, dass Österreich seine Neutralität aufgibt und schon gar nicht, dass wir jetzt der NATO beitreten. Ja? Also daher, und ich glaube, gerade wenn man über Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert, schon allein nur diskutiert, sage ich einmal, ist es wichtig, dass man also, glaube ich, an der Realität möglichst nahe dran bleibt, aber eine ehrliche Diskussion führt. Ich glaube, was manche unserer Nachbarn uns vorwerfen, ist, dass wir nicht wirklich eine ehrliche Diskussion führen, sondern immer so tun, als ob. Ja? Das ist, glaube ich, eigentlich ein Element, dass das Klima etwas vergiften könnte. Aber im Großen und Ganzen haben wir nun einmal den Komfort, dass wir von NATO-Staaten umgeben sind und selber neutral sind. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Weise wollen wir diese Tatsache nutzen? Ich glaube, wir dürfen sie nicht, und das muss auch sichtbar werden, wir dürfen sie nicht für Trittbrettfahrerei nutzen, sondern wir müssen sie sehr wohl nutzen, dass uns das die Möglichkeit schafft, eben vielleicht nicht so sehr in, sage ich einmal, hartes Verteidigungsequipment zu investieren, sondern in Equipment zu investieren, das für die Sicherheitspolitik ebenfalls wichtig ist, das aber nicht unbedingt Panzer heißt, sondern zum Beispiel Ausbau von Instrumentarien der Nachrichtendienste, der Informationsbeschaffung. Oder eben, dass wir zum Beispiel uns stärker engagieren, weil Sie da gerade die Ukraine vorhin erwähnt haben, da wäre das also sehr, sehr naheliegend. Weil eine der Konsequenzen des Ukraine-Kriegs ist tatsächlich, dass wir in nächster Zeit damit rechnen werden müssen, leider, dass die Migrationsströme rasant wieder anwachsen, und zwar einfach aufgrund der Nahrungsversorgungslage. Und darüber hinaus müssen wir mit der Tatsache rechnen, dass also die Hungernden in der Welt wieder zunehmen. Also was wäre naheliegender als zum Beispiel, dass Österreich einen höheren Beitrag leistet für das World Food Program. Ja, das im Jahr 2015 hat das immerhin, dass man das damals vernachlässigt hat, war der Auslöser dafür, dass so viele Flüchtlinge nach Österreich
gekommen sind aus den Syrien umgebenden Ländern und aus Syrien selber. Also das sind, glaube ich, die Dinge, wo wir uns engagieren müssen, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Ansonsten bin ich also hier wirklich absolut der Meinung des Herrn Pospisil, der hat das sehr gut beschrieben, wie Österreich im Ausland gesehen wird. Und da sollen wir uns nichts vormachen. Und noch einmal zurückzukommen auf Ihre Eingangsfrage, nämlich was würde sein, wenn wir jetzt in Österreich sagen, wir schaffen die Neutralität ab. Also erstens, die Partei, die das im Parlament sagt oder verlangt, die wird also, glaube ich, bei den nächsten Wahlen nicht sehr erfolgreich sein, um das sehr vorsichtig auszudrücken. Ja? Und daher wird das auch keine sagen. Ja? Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, glaube ich, könnte Österreich zum Beispiel auch wieder mehr Engagement zeigen in den transatlantischen Beziehungen. Wir haben ja in Europa mittlerweile wirklich das Problem, das ist sicher auch eine Folge des Trumpismus, aber auch andere Ursachen gibt es dafür, dass eigentlich die transatlantischen Beziehungen ziemlich eingefroren sind. Und gerade im Zusammenhang mit den transatlantischen Beziehungen spielt natürlich die NATO bzw. die Rolle der USA in der NATO eine ganz entscheidende Rolle. Und hier Initiativen zu ergreifen, auch auf europäischer Ebene, das könnte vielleicht ein neutrales Land besser, weil man diesem neutralen Land nicht unterstellen kann, dass es jetzt auf irgendeine Seite von vornherein Partei ergreift. Aber wenn wir nicht imstande sein werden, in Europa eine Reform in Richtung oder in Bezug auf die NATO zustande zu bringen, dann wird auch die europäische Sicherheitspolitik, an der wir verpflichtet sind, mitzuwirken, immer schwieriger werden. Und dann wird es also, glaube ich, in Zukunft ziemliche Probleme damit geben, was heißt es eigentlich, europäischer Arm der NATO? Oder wie verhält sich dieser europäische Arm der NATO zur europäischen Sicherheitspolitik? Und wie geht es dann weil da haben wir ja nicht nur wir Österreicher, sondern wir Europäer ein Problem, dass wir ja schon auch, und wenn man ehrlich ist, muss man das einfach erwähnen, dass wir auch eigentlich es schon eher als angenehm, würde ich beinahe sagen, empfunden haben, wenn die Amerikaner die Drecksarbeiten auf der Welt erledigt haben. Und wir uns es noch dazu erlauben konnten, sie dafür zu schimpfen. Ja? Also mit dieser Taktik werden wir nicht mehr weit kommen angesichts der neuen Weltlage. Vielen Dank. Und Sie haben, damit eigentlich auch schon in die Schlussrunde quasi auch eingeleitet, nämlich die nächste Frage, die ich jetzt an dich, liebe Mona, weitergeben möchte. Sie haben es auch angesprochen, welche Visionen kann man denn überhaupt oder wie soll Außenpolitik, Neutralitätspolitik realitätsnahe, wie Sie gesagt haben, weitergedacht werden? Liebe Mona, was sagst du, welche Visionen gibt es denn für eine aktive Neutralitätspolitik oder wie soll diese auch im politischen Diskurs in Weiterführung auch für die Außenpolitik gedacht, projiziert werden? Was gibt es da für Perspektiven? Wie sollen die ausschauen? Ich glaube, es ist heute schon mehrfach erwähnt worden, dass wir in einer Welt leben mit hunderten Konflikten. Ich glaube, es sind ungefähr an 400 Konflikten, die es gibt. Davon sind 200 werden gewaltvoll ausgetragen. Das heißt, die Kriege nehmen zu und auch der Welthunger nimmt zu, wie es auch richtig gesagt wurde. Das heißt, die Rolle Österreichs könnte eine sein, die gefüllt ist mit sehr vielen Aktivitäten, wie zum Beispiel auch die Unterstützung des World Food Programms.
Programs, aber nicht nur des World Food Programs. Wir haben so viele internationale Institutionen, die gestärkt gehören. Das möchte ich auch betonen, weil internationale Organisationen einfach eine ganz andere Rolle einnehmen und das wird manchmal ein bisschen belächelt. Wir sagen, na, die können ja Militärbündnisse nicht ersetzen. Ja, möglicherweise können sie nicht Militärbündnisse ersetzen, aber die Vereinten Nationen, diese zu stärken, hier ist natürlich enorm wichtig und bedeutend, weil das einfach Organisationen sind, die im Gegensatz zu Militärbündnissen eine inkludierende Rolle einnehmen. Und hier könnte sich Österreich auch viel mehr engagieren und auch viel mehr tun und natürlich einmal auch politisch analysieren, welche Konflikte gibt es, ja? Wo könnte sich Österreich einfach auch als Vermittlerin einbringen. Und darüber hinaus nicht nur halt natürlich ein Austragungsort von allen möglichen Friedenskonferenzen und Abrüstungskonferenzen sein. Das heißt, die Aufgaben sind nicht enden wollen, das möchte ich dazu sagen. Also, dass uns da nichts einfällt, was wir da machen könnten, also das ist ja nicht der Fall. Es ist eine Frage von Ressourcen. Weil Sie auch richtig gesagt haben heute, es wird viel zu viel in die Außenpolitik investiert, weil man einfach auch die Bedeutung der Außenpolitik nicht sieht und sich oftmals auch hinter der Europäischen Union versteckt. Das muss man auch dazu sagen, weil es einfach einfacher ist und leichter ist, anstatt dass man hergeht und sagt, als kleiner Staat, als neutraler Staat könnten wir eigentlich eine ganz andere Rolle auch einnehmen. Und weil Sie, Herr Fischler, heute gesagt haben, naja, Sie sehen da eh keine Gefahr, dass die Neutralität abgeschafft wird. Ich muss Ihnen sagen, ich bin da nicht Ihrer Meinung. Ich bin ehrlich gesagt in Sorge um die Neutralität, weil ich glaube, dass die politischen Parteien heute in Österreich sich nicht trauen zu sagen, sie sind für die Abschaffung der Neutralität oder sie sind für den NATO-Beitritt, weil sie wissen, dass die öffentliche Meinung mehrheitlich für die Neutralität ist. Aber sobald irgendwann einmal möglicherweise auch hier sich die Stimmung verändern könnte, und ich habe die Sorge, dass sich vielleicht einmal in ein paar Jahren oder in 10 Jahren vielleicht die Stimmung verändern könnte, dahingehend, wenn keine aktive Außenpolitik gemacht wird, wenn nicht erklärt wird und definiert wird, wofür die Neutralität ist und was wir mit der Neutralität machen. Und man muss aber auch dazu sagen, diese ganzen militärischen Thinktanks, die genug Ressourcen haben, also die werden ja nicht schlafen, nichts tun. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, wie Sie das realistisch einschätzen, dass von Seiten der NATO natürlich sehr stark lobbyiert werden wird, dass Österreich der NATO beitritt und dass auch der Druck auf Österreich höher werden wird. Ja? Also das wird nicht einfach werden. Und daher bin ich auch bei Ihnen zu sagen, ja, wir müssen für eine aktive Neutralität kämpfen, weil sonst wird die Bevölkerung in 10 Jahren vielleicht nicht mehr diese Bedeutung der Neutralität erkennen und sehen. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil gerade in einer Welt, die voller Konflikte ist, die hauptsächlich auch militärisch ausgetragen werden, braucht es neutrale Staaten. Es braucht einfach eine andere Perspektive, es braucht einen anderen Weg. Und weil Sie gesagt haben, Pazifismus ist vielleicht nicht die Lösung. Wir haben österreichische Persönlichkeiten, die Begründer und Begründerinnen des Pazifismus waren. Und man muss kein Pazifist sein und Neutralität heißt nicht gleich Pazifismus, das stimmt schon. Aber die Vision des Pazifismus, nämlich in einer Welt zu leben ohne Krieg, die müssen wir uns beibehalten. Die darf nicht verloren gehen. Die darf nicht als nur weltfremd auch abgetan werden, so wie es jetzt auch viele Experten tun. Und wir wissen auch aus der Geschichte, immer wenn Kriege ausbrechen, dann wird der Pazifismus in Frage gestellt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Pazifist zu sein ist nicht nur dann der Fall oder sollte man nicht nur dann sein, wenn alles in Ordnung ist und wenn es keine Kriege gibt. Und bei dem ersten Stresstest zählt das alles nichts mehr oder diese ganze Friedensordnung, die wir uns aufgebaut haben in Europa, dass die dann halt einfach keinen Wert mehr hat. Also dagegen verwehre ich mich ein bisschen. Und daher denke ich mir, die Aufgabenstellungen der Neutralität sind sehr große und wir stehen auch vor großen Herausforderungen. Die kann man sehr gut mit viel Leben auch erfüllen. Und davon bin ich auch überzeugt. Vielen herzlichen Dank. Möchte an dieser Stelle, wir haben jetzt eine Stunde diskutiert. Wenn es jetzt Ihrerseits, auch jetzt von Ihnen, Herr Fischler und Herr Posbisch, jetzt keine Anmerkungen jetzt noch zum Schluss gibt oder etwas, was Sie uns auf den Weg mitgeben möchten für die weitere Diskussion, möchte ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben und über dieses sehr brisante Thema, was, glaube ich, heute noch nicht zur Gänze aufgelöst werden kann, aber sicherlich noch uns und noch weitere Generationen ganz sicherlich beschäftigen wird und wo wir nur das Beste auch hoffen können im Sinne
der Konflikt, einer Konfliktlösung, wie wir es in der Ukraine haben, aber natürlich auch im Hinblick auf die Entwicklung von Visionen für eine gelebte Neutralitätspolitik und Außenfriedenspolitik in Österreich. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielen herzlichen Dank an unsere Referentinnen, dass Sie heute dabei waren. Auch einen ganz großen Dank an meinen Kollegen Matthias Wawra, der im Hintergrund hier heute wieder gewirkt hat und die Fragen des Publikums weitergeleitet und eingespielt hat, die wir auch weit so gut wie möglich in die Diskussion eingebracht haben. Im Namen des BSA und unseres Präsidenten darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich zu diesem sehr aktuellen Thema heute Zeit genommen haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Abend, kommen Sie gut voran und bleiben Sie gesund. Dankeschön und Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.